Hallo und willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales 2. Wir sind jetzt mit dem Vieh unterwegs und werden uns hier umgucken. Was habe ich gesagt? Wir werden uns jetzt hier mit dem Vieh umgucken, so. Mons, Fotz! Gullu? Godzilla! Boom! Es wird mit ihm jetzt gerade nicht produktiv. Hier gibt's nichts. So, hier gab's auch quasi das Seil noch. Schöner. Nö, dann gehen wir mal von Bord. Ach, der will hier nicht, okay. Na dann können wir direkt wechseln und ablegen. Dann setzen wir einen Kurs. Also schön. Elfenhain sind wir. Wir können zurück zu der Insel, bevor wir nach da fliegen. Würde ich auch sagen, dass wir das machen. Leinen los. Da müssen wir den Kompass besorgen. Ja, ich auch nicht. Ich schätze, wir wissen, wer dafür verantwortlich ist. Was? Ja, wir sind angekommen. Hast du immer noch Hunger? Na? Irgendwas sollten wir dagegen unternehmen. Hast du immer noch Hunger? Na? Okay, damit können wir wahrscheinlich immer noch nichts tun. Dann... Bleib du hier. Mach die Kanonen fertig und bereite dich vor, mich zu retten, wenn es nötig sein sollte. Wozu, oder Luca? Schauen wir uns erstmal wieder mit Nate um. Gib mir endlich die verdammte Elfe! Hier ist keine Elfe! Verschwinde! Okay. Die hat sich leicht verändert. Eine ungesunde, künstlich aussehende, übersüße, fettige Parodie von Nahrung. Großartig. Da können wir aber was von mitnehmen, um das Vieh zu füttern. Also nicht das Vieh, sondern den Flieger. Was tust du da? Ich bewundere die feinen Leckereien. Die sind nicht für dich. Die sind für meine Gäste. Wenn du mitmachen willst, muss ich dich erst hübsch machen. Nein, nein, kein Problem. Ich lasse einfach meine Hände vom Essen deiner Gäste. Es ist alte Kindermagie, dass sie erwachsene Männer dazu zwingen können, sich an winzige Tische zu setzen und so zu tun, als würden sie Tee mögen. Zum Glück bin ich dagegen immun. Die Lady scheint sich nicht in den Palast vorzuwagen.
Eine weise Entscheidung, wenn man bedenkt, was der rote Pirat darin alles an Spielzeug verwahrt. Die Lady scheint sich nicht... Das ist falsch. Beeindruckend, aber falsch. Ich habe selten gesehen, dass etwas so Großes verwandelt wurde. Und wenn, dann nur für kurze Zeit. Normalerweise verliert die Magie ihre Wirkung schnell wieder. Hier ist nicht viel von der Magie der Kleinen verschont geblieben. Der Hammer ist eines der wenigen Beispiele. Nehmen wir den mit. Ein mit Eisen beschlagener Holzhammer. Vermutlich ist er zeremoniell gedacht. Aber es spricht nichts dagegen, ihn auch einfach als normalen Hammer zu benutzen. Bunte Tücher. Sie scheinen keinen bestimmten Zweck zu erfüllen, außer bunt zu sein. Nicht mein Stil. Zu verrückt. Okay, dann haben wir noch Blume. Das ist die drittgrößte Blüte, die ich jemals gesehen habe. Die Blüte ist zu schön und sie riecht zu gut, als dass man sie einfach in Ruhe lassen könnte. Eine riesige Blüte. Sie verströmt einen geradezu widerwärtig süßen Geruch. Kann man die Schleife drum binden? Nein. Okay. Als Ivo mir vom verwandelten Seefels erzählt hat, konnte ich es kaum glauben. Selbst wenn im Stab der Kleinen die Macht ihres Hexenmeister-Opas konzentriert ist, woher hatte er all diese Macht? Auch ein schöner Thron von Game of Thrones. Lady Van Buren, nehme ich an. Ja? Wer bist du? Was willst du? Ich soll mich hier irgendwie für ein Praktikum melden. Ich habe heute meinen ersten Tag hier für mein Praktikum. Praktikum? Ein 6-monatiges unbezahltes Praktikum, um in den Berufsalltag hineinzuschnuppern. Ich überlege, Pirat zu werden. Ist niemand mehr hier? Bis auf diesen verfluchten roten Piraten und die Elfe, die ihr versteckt. Beeindruckend, was sie aus dieser Insel gemacht haben, Lady Van Buren. Genau wie in Seefels. Sie und ihre Tochter sind wahrlich ein Gewinn für das Land. Oh, nun, ich danke Ihnen. Als Politikerin erhält man viel zu selten den Dank, der einem zusteht. Jahrelang arbeitet man unermüdlich für sich und seine Freunde. Und danken es einem die Wähler? Nein! Ach, schlimm. Ganz schlimm. Für sich und seine Freunde, genau. Sie sagten vorhin, der rote Pirat verstecke eine Elfe? Eine diebische Elfe. Hat mich bestohlen, während ich mich mit diesen verfluchten Spitzohren herumschlagen musste. Sie waren im Elfenhain? Ich habe gehört, da soll es sehr schön sein um diese Jahreszeit. Wir waren nicht drin. Schutzzauber, gegen die selbst mein kleiner Spatz nichts ausrichten konnte. Wie bedauerlich. Und dann kommt man zurück nach Hause und ist von diesen verfluchten Gnomen, Ratten und Elfen beklaut worden. Das werden sie büßen. Sie scheinen über erhebliche magische Macht zu verfügen, Madame. Warum holen Sie die Elfe nicht einfach da raus? Glaubst du, ich würde hier meine Zeit verschwenden, wenn es so einfach wäre? Dieser rote Schuft hat uns bedroht. Uns! Er hat da drin eine magische Waffe. Uralte göttliche Magie, gegen die selbst meine Chantal nichts ausrichten kann. Und Sie sind sicher, dass die Elfe hier ist? Natürlich! Sie ist mit einem verzauberten Hippogreifen von Seefels aus hergeflogen. Wir konnten ihre Spur bis hierher verfolgen und es gibt keine Hinweise, dass der Hippogreif weitergeflogen ist.
Vielleicht könnte ich reingehen und mit dem roten Piraten sprechen. Ich bin Praktikant. Ich bin entbehrlich. Das ist wahr. Und jede Stunde, die ich hier vergeude, kann ich mich nicht um die Umgestaltung des Landes kümmern. Geh rein. Überzeuge diesen alten Halunken. Dann darf ich mich entfernen, Lady Van Buren? Ja, ja. Mhm. Ich spreche sie besser nicht an. Sie könnte mich im Handumdrehen in ein kleines, haariges, pinkfarbenes Vieh verwandeln. Und wer will schon so etwas um sich haben? Genau. Betritt das Observatorium, bevor wir da reingehen. Nur noch ein Stück, nur noch ein kleines Stück und du hast es! Hey, Vierauge! Nate, schön, dich wiederzusehen. Bitte. Wie ich dich kenne, hast du mich nie aus den Augen verloren. Dein Leben war im letzten Jahr nicht uninteressant, das muss ich zugeben. Gute Staffel. Ich hätte halb erwartet, dich verwandelt vorzufinden. Ein riesengroßer Fellball mit großen Äuglein. Die Aufmerksamkeit der Ratsvorsitzenden und der reizenden Chantal konzentrierte sich auf den Palast. Zum Glück. Ich schätze, auch du willst sie so schnell wie möglich von der Insel haben. Unbedingt. Ich mag Tragödien, aber ich hatte noch nie den Wunsch, Teil einer zu werden. Du weißt, warum ich hier bin? Natürlich. Prinzessin Ivo. Schau sie dir an. Ist es nicht traurig? Eine Elfe in der Blüte ihres Lebens verschläft ihre besten Jahre. Das werde ich verhindern. Und ich hoffe, dass es dir gelingt. Auf Dauer dürfte der Anblick langweilig werden. Ivos Vater meint, ich könnte Ivo nicht gegen den Willen ihrer Mutter befreien. Das wäre in der Tat eine schlechte Idee, wobei ich zu gerne sehen würde, wie der Versuch ausgeht. Wie kann ich Ivos Mutter davon überzeugen, dass sie nicht im Interesse ihrer Tochter handelt? Tut sie das denn nicht? Die Zukunft ist in ständiger Bewegung. Selbst ich kann sie nicht klar in meinen Spiegeln erkennen. Eine mächtige Priesterin wie sie könnte vielleicht mehr sehen. Nur offensichtlich will sie das nicht. Sie hat keinen Zweifel daran, dass Ivo ihr Leben weggeworfen hat. Sie hält es für unmöglich, dass sie mit einem Kind glücklich werden könnte. Oder mit mir. Eine schwierige Aufgabe, die du... komm schon, Nummer 3. Lauf! Komm! Ja! Ja! Sandage hat gewonnen! Ivos Schwangerschaft. Weißt du, wer... Naja... Ivo meinte, du seist nicht der Vater. Aber wer ist es dann? Das frage ich dich. Du bist das Orakel mit den 100 Augen. Augen, die blind sind, solange keine spiegelnde Oberfläche in der Nähe ist. Ivo schien selbst recht überrascht von der Neuigkeit. Sie sprach von einem Fluch, der sie getroffen haben könnte. Ein Fluch, na klar. Kann ich den Spiegel da haben? Aber selbstverständlich nicht. Aber dann könnte ich immer einen Blick auf Ivo werfen. Und vielleicht ist er auch noch für etwas anderes gut. Er ist dafür gut, dass ich sehen kann, wie die Geschichte weitergeht. Abgesehen davon habe ich noch nie einen meiner Spiegel hergegeben. Es sind Sammlerstücke. Du sammelst Spiegel? Ich ziehe die Frage zurück. Kann ich den Spiegel da haben? Aber selbstverständlich. Aber dann... Er ist dafür abgesehen da... Du sammelst... Okay, seltsam, dass ich muss das... weiter. Ja, nur zu, hinfort. Seltsam, dass wir das ansprechen können, aber vielleicht gibt es da später nochmal eine Option. Tausende Leben spielen sich hinter diesen Spiegeln ab. Tragödien, Komödien und ziemlich viel Alltag. Einige Spiegel zeigen laufend unterschiedliche Szenen. Andere zeigen immer dasselbe. Die Verbindung zweier Spiegel ist manchmal stärker und manchmal schwächer. Dieser hier hat eine besonders starke Verbindung zu dem Spiegel in Ivos Zimmer. Schau dir nur an, wie klar das Bild ist. Wegen des Spiegels. Ich gebe ihn nicht her. Es ist ein Sam... Oh, ich gebe ihn nicht her. Es ist ein Sammlerstück.
Und außerdem könnte jeden Augenblick etwas Spannendes passieren. Das darf ich auf keinen Fall verpassen. Ist auf jeden Fall in meiner Reichweite. Könnte ich also theoretisch austauschen oder weggrapschen, wenn der gerade nicht hinguckt oder so. Einige glückliche Kinder, die in einem Garten spielen. Ivos Mutter will nicht wahrhaben, dass auch Ivos Kinder eine glückliche Zukunft haben könnten. Wen kümmert es schon, dass die zukünftige Königin ein uneheliches Kind hat? Naja, außer mich. Einige glückliche... Wen kümmert es? Naja. Okay, da haben wir noch einen Spiegel, der nicht weggeht. Vielleicht immer den Spiegel kaputt hauen. Okay, dann gehen wir in den Palast. Halt! Wow, wow, ganz ruhig. Steck das Ding weg. Nate! Hast du gesehen, was sie mit meiner Insel gemacht haben? Hat er sich hier seine Freunde reingeholt? Lass mich raten. Du hast die Insel ein wenig umdekoriert, damit die geflohenen Piraten zurückkommen? Das waren diese kleine Irre und ihre verrückte Mutter. Tauchten hier auf und meinten, ich solle die Elfe herausrücken. Und du hast ihnen höflich erklärt, dass die Elfe nicht mehr hier sei und du ihnen somit leider nicht behilflich sein kannst? Hab sie rausgeworfen. Dann haben sie angefangen, meine Insel zu verwandeln. Mich hätte es auch erwischt, wenn ich nicht den Kopf hätte. Ja, sitzt jemand auf dem Kopf? Wie ich sehe, konntest du wenigstens die Statuen retten. Statuen? Das sind meine Freunde. Sagt es ihm. Freunde! Ich habe sie hier reingeholt, lange bevor die Hexen gekommen sind. Ein Mann sollte nicht alleine sein. Stimmt's, Martha? Stimmt, stimmt. Ja, ich habe sogar von Leuten gehört, die wahnsinnig geworden sind, weil sie niemanden zum Reden hatten. Kann mir nicht passieren. Ich habe Freunde und es geht wieder aufwärts. Freunde! Ja. Yeah. Die Ratsvorsitzende ist überzeugt, dass Ivo noch hier ist. Ich soll dich dazu überreden, sie herauszurücken. Ich würde sofort tun. Diese Elfe ist mit dunklen Mächten im Bunde. Hast du gehört, was sie über diese unsichtbare Macht, die unser Handeln bestimmt, gesagt hat? Sie will mich in den Wahnsinn treiben. Van Buren wird mir kaum glauben, dass Ivo nicht mehr hier ist. Du musst dieses Weibsbild von meiner Insel schaffen, Nate. Du musst! Ich bin hier, weil ich den Geisterkompass brauche. Nicht, weil du meine Gesellschaft vermisst hast? Und weil ich deine Gesellschaft vermisst habe, aber vor allem wegen des Kompasses. Ein Freund findet ohne ihn nicht den Weg aus dem Reich der Toten. Das ist mir egal. Es ist mein Kompass. Stimmt's, Pierre? Stimmt. Stimmt. Da hörst du's. Wie wär's damit? Ich schaffe Van Buren von der Insel. Dafür leihst du mir den Kompass. Du bekommst ihn unbeschadet zurück. Du schaffst beide weg von hier? Mutter und Tochter? Das ist der Deal. William, was sagst du dazu? Heute gibt es Bohneneintopf. Ha, der William. Immer nur Essen im Kopf, was? Also schön, Nate. Schaff die beiden Terroristen von meiner Insel, dann leihe ich dir den Kompass für einen Tag. Abgemacht. Abgemacht, abgemacht. Einen Tag, klar. Naja gut, wir nehmen den und kommen halt nicht wieder. Unser Deal steht? Klar, du vertreibst diese beiden Schreckschrauben von meiner Insel und ich leihe dir den Geisterkompass. Das wollte ich hören. Ich muss weiter. Bis später. Bis dann. Bis dann. Der Affe kann gegen die Magie der Van Burens nichts ausrichten. Aber mich könnte er problemlos niedermachen, wenn ich versuchen würde, den Kompass zu stehlen. Der Affe kann gegen die... Aber... Vielleicht könnten die Freunde des Roten ihn überreden, mir den Kompass zu geben. Besser nicht. Der Rote würde bemerken, wenn ich die Statue verrücke.
Das sind keine echten Freunde des Roten Piraten. Wären sie es, hätten sie ihn darauf aufmerksam gemacht, dass sich sein Verstand verabschiedet hat. Ich kannte William. Als Statue redet er weniger und sein Körpergeruch hat sich verflüchtigt. Insgesamt eine Verbesserung. Der Vogel klingt nicht im Entferntesten wie William. Aber wenn der Rote akzeptieren kann, dass William nun eine Statue ist, kümmert ihn wohl auch die neue Stimme nicht. Ich kannte William. Okay. Da haben wir den Kompass. Der Geisterkompass. Er kann dem Erzmagier den Weg aus dem Geisterreich weisen. Ich muss einfach nur von Buren verscheuchen, dann bekomme ich den Kompass. Klingt simpel. Der Geisterkompass. In wenigen Büchern wird so oft nach Weisheit gesucht wie in diesen. Aber ich glaube, sie helfen nur selten. Da ist noch der Papagei. Der arme Vogel sieht ziemlich gestresst aus. Wäre ich auch, wenn ich der Alleinunterhalter eines Wahnsinnigen mit Medusa-Kopf wäre. Ich frage mich, ob... Du solltest Nate den Kompass geben, Brak! Nate? Warst du das? Nein. Betrüger! Betrüger! Ich meine, kein Betrüger, Brak! Ich sehe, dass du es bist, Nate. Einfach andere Leute zu imitieren, Skandal! Skandal! Okay, aber dafür haben wir ja diese Dose. Ja. Leider müsste ich die Schnur straff halten, damit meine Stimme aus der Dose käme und sie wäre dann auch zu leise. Andernfalls könnte ich so für William sprechen, ohne hinter ihm stehen zu müssen. Kämpfe mit dem Affen. Es gibt ein Sprichwort über Leute, die mit Messern an Schießereien teilnehmen. Und ich habe nicht mal ein Messer. Na gut, also das ist auf jeden Fall ein Ansatz, aber ich sehe da gerade noch nicht viel. Ich gehe mal auf das Schiff. Hast du immer noch Hunger? Ja. Irgendwas sollten wir dagegen unternehmen. Will also nicht auf der Insel das Zeug essen? Hey, Fee. Vergiss es, ich habe alles unter Kontrolle. Tokolok. Tokolok. Okay, dann geben wir mal weiter Kram rüber. Ich mag das, Fee, aber so eine Beziehung haben wir nicht. Hier, für dich. Nuxek. Okay, dann werden wir mal mit dem Vieh uns das angucken, falls wir jetzt das Schiff verlassen können. Ne. Halt! Kuss, kuss, kulalabo! Okay. Dann... Der hat jetzt diesen Kram... Mit dem man aber auch nichts anfangen kann. Naja, gut dann. Leg ab!
Na, dann macht Nate das halt. Dann fahren wir noch zu dem dritten Ort. Auf geht's. Nach Lorem Ipsum. Also wir waren jetzt in... La 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 heißt das. Aha. Tugator. Und wir fahren jetzt nach Lorem Ipsum. Seit Jahrhunderten, vielleicht Jahrtausenden, hat kein Luftschiff mehr Lorem Ipsum angesteuert. Zeit, der alten Stadt einen Besuch abzustatten. Das muss es sein. Lorem Ipsum. Und wie es aussieht, hat es schon jemand für uns ausgebuddelt. Urlaub. Es ist schon so ein bisschen hart. Mit den Zähnen ausgebuddelt. Eine Mumie mit einer kleinen Schaufel. Ich frage mich, ob... Mortimer? Nein, ich bin Nate. Das ist das Vieh. Hallo doch. Aber ich suche Mortimer. Da, unter dem Sand? Warum bist du nicht Mortimer? Ich, weiß nicht. Mortimer war es im ersten Teil, glaube ich. Der hat auch die ganzen Leute immer wieder verwechselt. Wer bist du? Ich bin, ist die Frage nicht viel eher, wer du bist? Ich bin Nate, wie ich schon sagte. Du bist weder Mortimer noch diese Elfe, die sich für Mortimer ausgegeben hat? Das kann ich bestätigen. So viele Leute. Ich kann mir nicht all diese Namen merken. Ich werde dich, Nate nennen. Damit kann ich leben. Okay, dann scheint das die Mumie aus dem ersten Teil zu sein. Wer ist dieser Mortimer, den du suchst? Mortimer hat mich aus der Dunkelheit geholt vor vielen Jahren. Ich habe bei ihm gewohnt, bis er verschwunden ist. Und jetzt suchst du ihn ausgerechnet hier? Wen? Diesen Mortimer. Hast du ihn gesehen? Ich habe schon überall gesucht. Ja, hat halt ein sehr kurzes Gedächtnis. Sag nicht, du hast dieses riesige Loch gegraben. Okay. Ich meine, warum hast du es gegraben? Das soll ich nicht sagen. Mir kannst du es verraten. Was ist mit dem Loch? Ja, was hat es damit auf sich? Warum hast du es gegraben? Das habe ich nicht. Du warst es. Natürlich. Ich wollte nach Hause. Du stammst also aus Lorem Ipsum? Ja, es muss hier irgendwo sein. Hast du dich mal umgesehen? Hey, Lorem Ipsum. Was für ein Zufall. Ich stamme aus dieser Stadt, weißt du? Ja. Was kannst du mir über das alte Lorem Ipsum berichten? Wie war das Leben hier? Toll. Wir hatten immer gutes Wetter. Und wir bauten die schönsten Tempel mit den hinterhältigsten Fallen. Haben sie in alle Welt verkauft und damit viel Gold gemacht. Ihr habt Tempel verkauft? Mit eingebauten Fallen? Klar. Wände, die sich plötzlich zusammenschieben und jeden Eindringling zerquetschen. Hier in Lorem Ipsum erfunden. Wir hatten Zuchtstationen für Skorpione und Vogelspinnen und wir gaben 3000 Jahre Garantie auf unsere Fallen. Das heißt, eure Fallen könnten auch heute noch funktionieren? Fallen? Was für Fallen? Ich suche ein Buch. Ich habe eins gesehen. Auf Mortimers Schreibtisch liegt eins. Ich suche ein spezielles Buch. Das Buch der Toten. Ach, das ist doch nur eine Legende. In dem Buch soll unter anderem angeblich stehen, wie man Leuten ewiges Leben schenkt, indem man sie mit Mullbinden umwickelt. Pfuh. Mal angenommen, es wäre keine Legende. Wo hätte man das Buch der Toten versteckt? Ah, das Buch der Toten. Einige sagen, es sei nur eine Legende. Aber ich habe es viele Male gesehen. Es wurde ins Grabmal des letzten Pharao von Lorem Ipsum gelegt, dem verrückten Tut-Tut.
Und dieser Tutut, der ist wo begraben? Er liegt unter einer gewaltigen Pyramide. So einer wie der da. Wenn ich es mir genau überlege, sogar genau so einer wie der da. Was glaubst du, warum hat hier jemand eine Pyramide hingestellt, die genauso aussieht wie die von Tutut? Wie kommt man in Tututs Pyramide? Wer ist Tutut? Und von was für einer Pyramide redest du da? Na, vergiss es. Was soll ich vergessen? Wird Mumien bei der Einbalsamierung nicht das Gehirn entfernt? Das ist komisch. Ich könnte schwören, ich hätte genau diese Frage schon einmal gehört. Das möchte ich wetten. Ich muss weiter. Und du solltest vielleicht mal für ein paar Stunden aus der Sonne raus. Ich habe keine Zeit für Pausen. Ich suche eine Stadt. Sie muss hier irgendwo sein. Na, er gräbt nicht mit den Zähnen, sondern mit Mullbinden hält er. Ne, mit dem Skelettarm. Okay. Der Legende nach besaß Lorem Ipsum goldene Dächer. Ich sehe nur einen Haufen alter Steine. Die ganze Platte ist mit Schriftzeichen übersät. Hieroglyphen, etwas, das wie altzwergisch aussieht und ganz normale Zeichen. Ad vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Das ist dieselbe vergessene Sprache, in der der Lorem Ipsum Text verfasst ist. Eine Steinplatte mit Schriftzeichen in drei verschiedenen Sprachen. Ich kann keine davon lesen. Aber der Typi wahrscheinlich dann. Der Elf. Massives Ding. Ob die Mumie ihn alleine hierher gezogen hat? Der kleine Kerl sieht gar nicht so kräftig aus. Der Sarkophag ist vergoldet. Unter normalen Umständen würde ich etwas Gold mitgehen lassen. Aber es ist etwas anderes, wenn der Bewohner des Sarkophags putzmunter ist und ihn noch braucht. Einen ganz ähnlichen Steinkopf habe ich in den Nordlanden gefunden und mitgenommen. Aber er kann unmöglich von denselben Steinmetzen stammen. Wir befinden uns tausende Kilometer von den Nordlanden entfernt. Der Sand hat die Statuen über die Jahrtausende geschützt. Wären sie dem Wind ausgesetzt gewesen, wäre heute von ihnen nicht mehr als Sand übrig. Ein massives Steinpodest mit einem Stück vergammeltem Holz in der Mitte. Hat er weggeworfen, nicht genommen? Ich wusste, dass alte Steinsäulen häufig einen Holzkern in der Mitte haben, um die einzelnen Säulenteile an Ort und Stelle zu halten. Offensichtlich hatte auch der Obelisk so eine Halterung, die irgendwann den Geist aufgegeben hat. Ich wusste, dass alte Steinsäulen offensichtlich... Eine halbrunde Vertiefung. Im Inneren wurden Linien und Zahlen in den Fels geritzt. Vielleicht irgendwelche Berechnungen oder was Religiöses. Keine Ahnung, was das ist. Eine halbrunde Vertiefung. Im Inneren vielleicht... Ein Obelisk. Wie alles andere muss er für Jahrtausende im Sand gelegen haben. Ein Obelisk. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die gesamte Pyramide vom Sand bedeckt war. In dem Fall müsste das alles hier mehr als 100 Meter unter dem Wüstenboden gelegen haben. Ich weiß, dass viele Leute Pyramiden beeindruckend finden, aber was ist schon dabei? Man stapelt Blöcke zu einem Haufen, das konnte ich schon als Kind. Vielleicht nicht so groß, aber das Prinzip ist dasselbe. Tja. Die Mumie meint, das Buch der Toten sei mit dem letzten Pharao von Lorem Ipsum begraben worden. Seine Grabkammer befindet sich mitten in der Pyramide. Man muss sie doch irgendwie öffnen können. Die Mumie meint, das Buch seiner Grabkammer... Ja, okay. Ein Schleifchen für die Mumie? Nein.
Ich nehme an, dass wir da den das Schilfrohr reinstecken können, dass der das Vieh hat. Aha. Nein, das Vieh hat es nicht so mit Sprachen. Okay. Gehen wir ja auch noch alles ab. Put. Mortimer, du bist so haarig. Sodalupa? Kein Wunder, dass ich dich so lange nicht finden konnte. Ich hätte dich fast nicht erkannt. Grüß Gott, meinst du? Na ja. Wir können es ja probieren. Aber ich weiß wirklich nicht, warum da unten ein Friseur sein sollte. Naja. War da links noch was? Ne. Arschut, Quilla! Buddelut, Butt! Okay, der erkennt das als Sonnenuhr. Mhm. Ne, kann man nicht da reinstecken. Danke. 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 Der kann das machen, okay. Das dünne Ding? Nein, kein Pfusch am Bau. Och. Das dünne... Na, dann sehe ich jetzt hier nicht, was wir machen könnten. Interessant ist, dass die Pyramide für ihn noch sichtbar ist. Also anklickbar. Na gut, dann gehen wir mal wieder zurück zu den Elfen. Ich kann ja jetzt auch hier drüber direkt reisen. Wir haben aber jetzt auch nichts mehr, was wir anpeilen können. Leinen los. Und hier können wir uns mit dem gar nicht umsehen. Geh doch rüber in den Garten. Keinen. Reden wir noch mal. Es ist zwar schwer zu glauben, aber ein ganzer Schrank. Parfum zerstört. Nö. Guck mal, hatte ich die gerade oder hatte ich gerade das andere Ding? Machen wir das nochmal. Die meiste Kommunikation eines Kapitäns mit seinem Schiff ist nonverbal. Belassen wir es für den Moment dabei. Okay, dann gehen wir wieder.
Da ist nichts. Da haben wir immer noch das Wasser. Wir haben Tage darauf gewartet, bis ihr dann hier viel. Aber was sollte man mit Wasser anfangen können? Ja, macht keinen Sinn. Gehen wir zu dem König. Der kann jetzt vielleicht was mit der Steintafel anfangen. Ich habe in der Wüste einen Stein mit Hieroglyphen, altswagischen Runen und einem Text in dieser Lorem Ipsum-Sprache gefunden. Ich beherrsche keine dieser jungen Sprachen. Ich beherrsche nur die Sprache der Natur. Und Deutsch aus irgendeinem Grund. Na super. Hier haben wir nur das Wasser und den Typen. Ich gehe die Sachen mal gerade durch, aber ich bezweifle, dass da was ist. Naja. Bob braucht seinen Schlaf. Okay, da gibt's auch noch nichts. Bob braucht seinen Schlaf. Ich sollte ihn nur stören, wenn es Neuigkeiten gibt. Okay, dann. Ja. Aha. Der direkteste Weg. Da haben wir nichts außer Schwerter und diesen Zylinder. Vielleicht ist der Zylinder ein Geschenk. Hier auch wundern, dass hier irgendwie funktionieren sollte, aber das macht irgendwie gar keinen Sinn. Wunderbar, dann gehen wir da nochmal hin. Nimm Ivos Spiegel. Dieser Spiegel und der aus dem Observatorium haben eine besondere Verbindung. Okay. Machen wir hier mal gerade drüber, aber ich glaube nicht, dass da irgendwas. Die Frage ist natürlich, wo man jetzt diesen Spiegel platzieren sollte, was das Observatorium sehen soll. Na, wir können ja eigentlich direkt wieder dieses Ding benutzen. Gehen wir erstmal zum Piraten. Leinen los. Ich habe noch keine Ahnung, was man mit dem Seil anfangen soll. Das hatte ich gerade, oder? War natürlich auch gar keinen Sinn. Hey.
Wir gehen mal einfach ins... Ja. Wirft das Seil von Bord, aha. Nein, ich muss die Mary nicht extra verteuern. Sie hält von ganz alleine die Position. Na gut, dann gehen wir wieder. So ungesund und lecker das Zeug auch aussieht, ich riskiere dafür keine Verwandlung. Die kleine Van Buren hat ein wachsames Auge auf den kleinen Snack für ihre Gäste. Solange sie hier ist, komme ich da nicht ran. Okay. Gehen wir mal zum Observatorium. Nate! Was soll das? Warum hast du Ivos Spiegel mitgenommen? Gönnen wir den beiden etwas Privatsphäre. Was meinst du? Was? Vielleicht können wir jetzt den Spiegel haben. Schwarz. Vermutlich ist die Verbindung gekappt worden, als ich den Spiegel genommen habe. Nein, der Spiegel überträgt immer noch. Und zwar das Innere deiner Tasche. Wegen des Spiegels. Ich gebe ihn nicht her. Es ist ein Sammlerstück. Und außerdem könnte jeden Augenblick etwas Spannendes passieren. Das darf ich auf keinen Fall verpassen. In meiner Tasche. Hallo? Ja, was ist denn? Jetzt, wo du im Spiegel sowieso nur noch das Innere meiner Tasche sehen kannst, kannst du mir den Spiegel doch auch einfach geben. Stell ihn zurück! Ich verpasse alles! Ich stelle Ivos Spiegel wieder zurück und gebe dir deinen wieder, sobald ich sie nicht mehr brauche. Versprochen. Nein, du machst ihn nur kaputt. Er ist einer der schönsten Spiegel in meiner Sammlung. Ich muss weiter. Ja, nur zu, hinfort. Okay, also... Ich muss auf jeden Fall was mit dem Spiegel machen. Oder... Aha, stelle Ivos Spiegel vor dem Spiegel mit den Kindern. Das habe ich jetzt eher durch Zufall. In Ordnung. Hey, was glaubst du, was du da tust? Ich übertrage die Bilder von den glücklich spielenden Kindern auf den Spiegel in meiner Tasche. Das mag sein. Vor allem aber versperrst du mir die Sicht. Es ist wichtig und es dauert nicht lange. Und du schuldest mir was. Ich schulde dir gar nichts. Und du hast die Van Burens noch nicht von der Insel vertrieben. Oh. Aha, es geht, wieso auch immer. Aha, jetzt können wir reden. Kleine. Ich bin Nate. Du bist die Tochter der Lady Van Buren, richtig? Ja, und du bist nicht zu meiner Party eingeladen. Ziemlich, hübsch, was du aus der Stadt gemacht hast. Hab es alles auf meinem Buch. Und Mama sagt, ich habe künstliches Talent. Künstlerisches. Wobei, künstlich passt auch. Ich habe für den TÜV, den Tee und für Leckereien gesorgt. Jetzt kommen jeden Augenblick die Gäste. Der verrückte Hutmacher und das weiße Kaninchen. Und dann kriege ich Geschenke. Ich wäre gern Gast bei deiner Teeparty. Nein, du bist kein verrückter Hutmacher und auch kein weißes Kaninchen. Und du bist ein Junge. Und hässlich! Na, hör mal! Ich kann dich hübsch machen! Danke, nicht nötig. Und diesen Hutmacher und das Kaninchen, willst du die herzaubern? Nein,
nur Dinge verwandeln. Sie kommen von ganz alleine. Ich habe alles genau wie in meinem Buch gemacht. Da müssen sie doch kommen. Ich werde immer sehr wütend, wenn ich nicht bekomme, was ich haben will. Okay. Und alle müssen mir Geschenke mitbringen. Und wenn der Hutmacher und das weiße Kaninchen da sind, kommt Mutter auch rüber. Oder Mama? Was, Spätzchen? Wenn die anderen Gäste da sind, kommst du auch rüber und schenkst mir was zum Nichtgeburtstag, oder? Natürlich, Spätzchen. Sobald ein verrückter Hutmacher und ein weißes Kaninchen auftauchen, bekommst du von mir das tollste Geschenk überhaupt. Hast du gehört? Das größte und tollste Geschenk überhaupt! Was ist das für ein verrückter Hutmacher, den du erwartest? Aha. Und was macht ihn zum Hutmacher? Und was macht ihn so verrückt? Er trägt einen Zylinder und ein buntes Halstuch. Warum er verrückt ist, weiß ich nicht. Das ist er einfach. Verstehe. Okay, damit haben wir einen Grund, den Zylinder mitzunehmen. Ein weißes Kaninchen auf einer Teeparty? Ziemlich ungewöhnlich. Findest du? Ja, und vielleicht solltest du ihm eine Uhr schenken, wenn es nicht bald auftaucht. Nein! Meine Gäste müssen mir was schenken! Wär's nicht lustig, weiterzuziehen und etwas anderes zu verwandeln? Oder zurück nach Seefels zu reisen und ein Nachmittagsschläfchen zu machen? Ja, aber hast du nicht eigentlich das Sagen hier? Sag ihr doch, du willst woanders hingehen. Ich habe alles für meine Teeparty vorbereitet und die Gäste kommen bald. Aber ich muss weiter. Ja, du verfolgst mir noch die Gäste. Ja, okay. Tuch. Das Tuch brauchen wir eigentlich. Der Kopf der Medusa ist das Einzige, was Van Buren draußen hält. Mit so alter Magie legt sich niemand an, der noch bei Verstand ist. Und Van Buren auch nicht. Der Rote ist kein Kämpfer, sonst würde er vielleicht versuchen, mit dem Kopf rauszustürmen und die Van Burens zu verwandeln, bevor sie ihn erwischen. Schwer zu sagen, wie das ausgehen würde. Vermutlich ist es die sicherste Variante, für ihn einfach abzuwarten. Der Affe kann gegen die Magie der Van Burens nichts ausrichten. Aber mich könnte er problemlos niedermachen, wenn ich versuchen würde, den Kompass zu stellen. Vielleicht könnten wir den dazu bringen, sich selber zu versteinern. Hallo? Ja, sind Sie weg? Ich muss weiter. Bis später. Bis dann. Bis dann. Besser nicht. Der Rote würde bemerken, wenn ich die Statue verrücke. Gehen wir hier auch gerade drüber. Was? Naja, das ging ja nicht. Es gibt ein Sprichwort über... Aha. Okay. Das ist dann auch schon das Band, was wir brauchen. Dann müsste ich die Schnur straff halten. Andernfalls könnte ich so... Okay, das heißt, wir brauchen dann nur noch den Hut. Ach, wir können ja direkt wieder rüber. Leinen.
Jetzt aber gib. Ein grüner Zylinder. Der dürfte nützlich sein. Sind grüne Zylinder eigentlich immer. Ein grüner Zylinder. Der dürfte nützlich sein. Dann gehen wir wieder zurück. Leinen los. Wir müssten ja eigentlich noch irgendwas schenken, aber ich habe keine Ahnung was. Ein Spiegel vielleicht. Hallo, ich bin der Hutmacher, der verrückte Hutmacher. Genau wie in meinem Buch. Bist du auch verrückt? Klar, komplett wahnsinnig. Ich finde, dass du ein reizendes kleines Ding bist und einen hervorragenden Geschmack hast. Du musst wirklich verrückt sein, wenn du dich über mich lustig machst. Hast du auch ein Geschenk für mich? Nö. Ich habe einen Fernhörer. Ich habe ein tolles Gerät für dich, einen Fernhörer. Ein was? Wenn man die Schnur spannt und jemand in die eine Dose spricht, hört man in der zweiten Dose, was er sagt. Voll lahm! Wenn man was will, kann man doch auch einfach brüllen. Aber das ist gar nicht lahm. Doch! Und unpraktisch ist es auch! Mit den Schnüren und allem! Jetzt ohne die doofe Schnur. Tja, noch besser. Aber es will das nicht. Es will ein richtiges Geschenk. Okay, sehr praktisch. Und was für Geschenke hättest du gerne? Tolle! Jeder, der an meiner nächsten Geburtstagsparty teilnehmen will, muss mir was schenken. Und was ist toll? Es mag süße oder schöne Tiere, es mag Sachen für Mädchen und es mag Märchen. Okay, dann, das habe ich natürlich jetzt ausgezogen, das macht dann wenig Sinn. Was auf die Finger kriegst du? Ja. Ah, Schlage. Gewalt ist nie eine Lösung. Meiner Erfahrung nach ist die irrwitzige Kombination abwegiger Gegenstände die Lösung. Immer. Genau. Gewalt ist nie meiner. Okay, kann man auf beide anwenden. Na gut, dann werden wir als nächstes das mit den Büchsen ausprobieren. Hier mache ich aber erstmal einen Schnitt und dann schauen wir beim nächsten Mal weiter. Bis denn!